Ja. So, hier haben wir jetzt mal, ich sag mal, ein Motorradkunstwerk mit der Mischung aus wirklich was ganz, ganz Altem und was ganz, ganz Neuem, was nur ganz, ganz alt aussieht. Du stellst dich erstmal vor, wer bist du? Ich bin der Mac von der McLaren Motor Shop in der Schweiz. Und ich habe gerade schon so leicht anklingen lassen, was ganz, ganz Altes und was Altes oder was Neues, was alt aussieht. Ein super tolles Motorrad im nicht nur Oldschool-Stil, sondern erzähl erstmal was vom Herzstück, vom Motor. Der ist ja schon mal was ganz, ganz, ganz Besonderes hier in dem Motorrad. Genau, also der Motor, das ist eigentlich ein FH-Rennmotor von Harley-Davidson, den haben sie in den 20er Jahren gebaut für Werksrennmaschinen. Wobei dieser jetzt, die Zylinder sind speziell gegossen worden, sodass man zwei Glaser montieren kann. Also das hat es so nie gegeben, aber das ist ein bisschen eine Modifikation. Ansonsten ist es relativ nahe an dem Originalmotor eigentlich. Und da wurden ja gar nicht so viel von gebaut. Genau, von FH-Motoren wurden eigentlich nicht viele gebaut. Das sind wahrscheinlich weniger als 100, nehme ich jetzt mal an, das eben als Werksrennmaschinen waren. Wobei die waren in vielen, die waren in Hillclimber drin, die waren in Boardtrackern drin, die waren in Straßenmaschinen drin. Aber nie in einem Shopper. Genau. So, und jetzt kommen wir nämlich zum Eigentlichen, weil so ein Motor kann man ja kaufen, auch wenn es sehr schwer ist. Den modifizieren ist noch schwerer, das macht ja deine Frau. Jetzt kommen wir aber mal zum Rest vom Motorrad. Ich habe gesagt, was neu ist. Und alles, was hier alt aussieht, ist eigentlich fast neu, weil ihr habt diesen Rahmen und diese Anbauteile ja selber gebaut. Genau. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was war das ursprünglich oder habt ihr wirklich alles selbst gemacht? Also ursprünglich die Idee war schon, dass man so einen JD oder halt FH-Motor nimmt und daraus einen Chopper baut. Und im Prinzip ist das eigentlich das Kernstück, was wir genommen haben und den Rahmen drumherum konstruiert dann. Dann haben wir ein Getriebe gesucht, was reinpasst. Das ist jetzt zum Beispiel von einem Norton, ein Vierganggetriebe aus den 30er Jahren, das halt relativ kurz ist, dass man nicht viel Platz braucht nach hinten. Dann ist eben Rahmen ist komplett Eigenbau. Die Gabel ist eine originale von einer JD, also auch 20er Jahre Harley, aber dann halt 33 cm verlängert. Und ja, Tankschutzblech und der Rest ist eigentlich alles mehr oder weniger dann Eigenbau. Räder sind vorne, ist eine Honda XL. Das ist eigentlich das neueste Teil, das ist 1977. Und das Hinterrad ist ein französisches, keine Ahnung, was das für eine Marke ist, auch Oldtimer. Also ich finde es immer cool, wenn der Junge erzählt, dass so, ja, da haben wir dann mal eben einen Rahmen gebaut, auch der Tank, den haben wir auch noch gemacht. Ach ja, hinten so das Schutzblech, ach ja, da ist das Öl noch drin, das haben wir gemacht. Das Krasse ist ja, wenn man einige Motorräder sieht, Hochglanz und Shiny mit ganz viel Chrom und ganz viel eloxierten Zeug, dann sieht das ja sehr, nach sehr viel Arbeit aus. Das Ding hier hat garantiert mehr Arbeit gebraucht als viele Motorräder, die man heute wirklich so auf der Straße sieht, auch viele Custom-Bikes, weil ihr wirklich alles selber gebaut habt. Und das Bike ist also für mich persönlich der absolute Bringer, der absolute Hammer. Vor allen Dingen so einen seltenen Motor in einen Shopper zu bauen, finde ich wirklich, wirklich klasse. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Motorrad und danke, dass wir ein bisschen was darüber lernen durften. Danke auch, dass wir hier sein dürfen.